Ich habe schon gesehen, oh, es sind schon 137, sind schon dabei. Ich grüße euch. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Samstag gehabt. Und ich hoffe, dass keiner von euch bisher eine Augen-OP an der Netzhaut hat durchführen lassen müssen. Also wer es schon mal hat machen lassen, der weiß, was das bedeutet. Also ich war also am Dienstag vor einer Woche war ich in der Augenklinik und da ist man also eine Stunde unter Vollnarkose und dann wird die Netzhaut wird dann wieder angesetzt. Bei mir waren es also laut dem Arztbericht vom Krankenhaus waren es vier Löcher, die ich hatte. Und zwar bei 5:30 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr und 11:30 Uhr und einen Riesenriss von 12 bis 2 Uhr auf dem rechten Auge mit eingerollten Rändern. Also es war ziemlich viel. Also vier Löcher und ein Riesenriss. Ne? Und das, als ich da an dem Tag zuvor beim Augenarzt war, der hat mich auch dann sofort in die Augenklinik geschickt. Der hat auch gesagt, nichts anderes machen, in Taxi setzen, hinfahren, nicht hinlaufen, nicht hinradeln. Ich wollte eigentlich hinradeln, weil ich war schönes Wetter und ich bin gern mit dem Rad unterwegs. Nichts, also keine körperliche Belastung. Es war also kurz vor 12 bei mir gewesen. Und das ist schon ein Glück gewesen, dass ich dann noch zum Augenarzt gegangen bin. Denn eigentlich hatte ich ja vorgehabt, ja, an dem kommenden Wochenende wäre ja die Mahnwache in Köln gewesen, wo extra Lautsprecher organisiert waren, dass wir dann endlich mit den Leuten, die auf der großen Domplatte sind oder unterhalb des Doms auf dem Bahnhofsvorplatz, dass man mit denen auch dann kommunizieren können, dass da noch mehr Aufmerksamkeit erregt wird. Da habe ich mich total drauf gefreut. Aber der Arzt, der hatte da einen Termin frei an dem Montag. Und da habe ich diesen Termin dann wahrgenommen und der hat dann gesagt, sofort. Und das hätte wirklich sein können, wenn ich den Termin nicht gehabt hätte beim Augenarzt, sondern erst eine Woche später. Wer weiß, was in der Woche dann passiert ist. Also wenn du vier Löcher in der Netzhaut hast und einen Riesenriss, wo es schon eingerollt ist. Ich habe auf dem Auge, habe ich unten einen Schatten gesehen und ich habe dem erst etwas Größeres beigemessen. Du hast auch keine Schmerzen bei sowas, aber es ist halt dann. Ja, es ist Gefahr im Verzug und man im schlimmsten Fall droht dann halt wirklich, ja, dass man eventuell sogar das Augenlicht verlieren kann. Deswegen war das gut, dass es operiert wurde. Und es ist auch so, dass es bei mir eine Entzündung dann gegeben hat nach der OP. Also du hast ja nach der OP hast du erstmal einen Verband drauf und am nächsten Tag schauen sich dann das Auge an. Das war ziemlich rot. Es war eine Entzündung. Es hat auch Blutungen gegeben bei dem Eingriff und ja, und es wird da ja Gas ins Auge eingeführt und das verflüssigt sich dann. Und bis jetzt habe ich noch so, also wie in so einem Wasserbassin. Also auf Halbzeit ist also Wasser, merkt man auch, wenn man im Kopf so wackelt, dass es dann hin und her ja, schüttelt wie in so einem Wasserglas. Du siehst völlig unscharf. Und ja, es ist also eine Sache, die also nicht so angenehm ist. Man muss dann 2 Wochen lang den Kopf möglichst nach unten halten, ja, dass das Gas sich gut verteilt, die Flüssigkeit dann auch gut austritt, dann wieder aus dem Auge. Und ja, das ist halt etwas, was einen erstmal dann auf Eis legt. Und ja, es müssen da, es ist auch angesagt, dann 6 bis 8 Wochen kein Auto fahren. Und das sind alles Sachen, die für mich jetzt gerade gar nicht günstig kommen, weil ja eigentlich wir hatten vor, jetzt wieder richtig aktiv zu werden. Aber ja, das ist halt jetzt erstmal hinten angestellt, ne? Gesundheit geht vor und da muss man sich halt jetzt erstmal auskurieren, bis das Auge dann wieder richtig fit ist. Ja? Also manche sprechen dann nur über den Kickboxer. Ja, das ist nicht auszuschließen, dass das von dem Schlag am 17. Dezember in Bonn von diesem Palästinenser, von diesem Tarek da war. Ja. Also der hat genau hier da drauf geschlagen. Das war ein heftiger Schlag. Also habt ihr ja gesehen, blitzschnell. Und es ist gut möglich, dass das dadurch ausgelöst wurde, dass die Risse dann damit entstanden sind. Ne. Ja, und was natürlich dann
gar nicht so besonders lustig ist, ist, wenn dann, ja, nachdem ich das dann öffentlich gemacht habe, ich habe da ein Video gemacht, das war am Tag meiner Entlassung, da habe ich dann hier mit Augenklappe ein Video gemacht. Ich wollte ja dann zum einen schon mal die Botschaft versenden, dass also ich an der Mahnwache nicht teilnehmen kann, weil ja viele sich darauf gefreut haben, dass wir mit Lautsprecher und allem arbeiten. Und das musste dann an dem Freitag, dem 26. Mai, musste das unbedingt raus. Sonst hätte ich da an dem Tag kein Video gemacht, weil ich hätte den ganzen Tag mit dem Kopf nach unten gelegen und hätte mich regeneriert. Aber es musste eben vor dem Samstag musste das bekannt gegeben werden. Ne? Und da habe ich zum Schutz des Auges, was noch rötlich entzündet war, und dem habe ich also sehr viel Ruhe gegönnt, habe ich dann die Augenklappe gehabt. Ne? Aber dann, und weswegen ich auch heute dieses Video mache, dann hat der Günther Goyking, also der bis 22. April Bundesvorsitzender war, bevor er mit 105 von 106 anwesenden Mitgliedern abgewählt wurde in Wertheim. Und einer hat sich da nur enthalten. Also eigentlich waren es 100%, also 99,9%. Und der eine hat eben diplomatisch sich enthalten. Sonst hätten wir 100% gehabt. Alle wollten, dass Günter Goyking nicht mehr Bundesvorsitzender ist. Und dieser Günter Goyking hat dann ein paar Tage später, am Mittwoch, den 31. Mai, hat er doch tatsächlich ein Video ins Netz gestellt mit diesem Thumbnail. Ja? Also da haben sie anscheinend extra ein Bild gemalt mit mir, mit dieser Augenklappe. Also das ist also sozusagen eine Persiflage auf das hier. Ja? Und mit der Augenklappe, wo man also ein gesundes Auge dahinter sieht, also quasi Simulation, ja? Dann die Pinocchio-Lügennase. Ja? Also hier lügt einer. Ja? Hier lügt einer, so wurde das in dem Video vom Günter Goyking dargestellt. Und das Video heißt auch noch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht. Ja? Und das muss ich euch jetzt wirklich nochmal im Detail nochmal zu Gemüte führen, falls ihr das nicht gesehen habt, das Video, was der da alles von sich gegeben hat. Ne? Also dieses Video wird angekündigt. Der Bundesvorsitzende der Bürgerbewegung Pax Europa, Günter Goyking, hat sich lange überlegt, ob er sich zu den Lügen und passenden Krankheitsgeschichten des Michael Stürzenberger überhaupt äußern will. Heute deckt der Bundesvorsitzende der Bürgerbewegung Pax Europa die Lügenmärchen aus München auf. Denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht. Also ganz klar, damit ist ausgesagt von Günter Goyking, also ich lüge hier, wenn ich hier von einer Augen-OP erzähle. Und er führt es dann auch weiter aus, dass ich das praktisch nur vorgetäuscht habe. Das müsst ihr euch wirklich reinziehen, Freunde. Ja? Er sagt dann also wörtlich in dem Video, also danke übrigens nochmal Moni fürs Rausschreiben der Texte. Ja? Also Moni ist eine riesengroße Hilfe, muss man jetzt wirklich nochmal erwähnen. Also nicht nur bei den Kundgebungen als Chefordnerin, als ständige Begleiterin seit Jahren zu den Kundgebungen kreuz und quer durch Deutschland zusammen mit Chris, ja, Auf- und Abbau, also setzt sich fantastisch ein. Und sie macht sich immer die Mühe, diese Videos dann rauszuschreiben, ein Transkript anzufertigen. Könnte ich gar nicht, weil ich muss das Auge schonen. Ich soll weder lesen noch schreiben. Ich soll dem Auge Ruhe gönnen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass also solche fleißigen Unterstützer da sind. Also Moni nochmal herzlichen Dank. Und auch an das andere gesamte Team des Vorstandes. Da ist eine super Truppe zusammen, muss man immer wieder sagen. Claudia als Vorsitzende, fleißiges Bienchen ohne Ende, ja, setzt sich ein, macht, was er kann, ganz fantastisch. Ja, und Kian macht, was er kann aus London, setzt sich ein, ja, kümmert sich um vieles. Ja. Wir haben unseren Bert, der sich sehr gut mit Vereinsfragen auskennt, der ehemalige Landtagsabgeordnete in MacPom von der AfD, und der hat schon über 30 Versammlungen geleitet von AfD und von anderen Vereinen, ein super Versammlungsleiter. Also auch er hervorragend. Christoph Helmchen, unser Geschäftsführer von Rheinland-Pfalz Saarland und jetzt auch ganz wichtig hier im Vorstand. Und Stefanie, unsere bienenfleißige Schatzmeisterin, ja, also wirklich ein Arbeitstier ohne Ende. Ja, und zusammen mit ihrem Mann Gerd, unser Geschäftsführer, also ein tolles Arbeitsteam, muss man wirklich sagen. Ja. Wollen wir jetzt doch mal sagen, was der Herr Goyking also da jetzt zu
meiner Krankheitsgeschichte sagt. Doch jetzt zu unserem, wie ich immer sage, Meister der Lügen. Sie haben ihn gesehen, den Pirat vor der getrübten Linse. Sehr, sehr theatralisch. Ja? Also da macht er sich drüber lustig. Also das war eigentlich recht passend. Also da war die Linse halt schmutzig. Da habe ich zu spät gesehen, dass man die hätte putzen sollen. Das war ja im Krankenhaus mit dabei und alles. Aber das ist eigentlich passend, weil so getrübt ist auch mein Blick auf dem Auge. Also wenn ich durch das Auge durchschaue, ist alles geschimmert. Ne? Aber er unterstellt, dass ich das praktisch sozusagen inszeniert hätte. Ne? Also ein bisschen Vaseline auf die Linse drauf geschmiert, ja, und eine Augenklappe drüber. Und dann erzähle ich mal was von der Augen-OP, dass ich dann noch ein paar andere Geschichten damit dann vermitteln kann. Ne? So ausredenmäßig, um damit Kundgebung absagen zu können. Das müsst ihr euch mal echt vorstellen. Ja? Goitling freut sich über die Aufmerksamkeit, habe ich gerade gelesen. Ne? Freunde, es ist wichtig, das alles publik zu machen. Denn Günter Goitling ist eigentlich abgewählt als Bundesvorsitzender, aber er akzeptiert das nicht. Und er setzt alles in Bewegung, alle juristischen Tricks und Täuschungen und sonst was, um uns die Versammlung von Wertheim abspenstig zu machen, um sie als ungültig zu erklären. Deswegen müssen wir auch das alles aufzeigen, was hier abläuft, mit welchen Methoden hier gearbeitet wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und solange Günter Goitling nicht akzeptiert, dass er abgewählt ist, dass also die weit, weit überwiegende Mehrheit, ne, 98,3% der Mitglieder, wir kommen auch noch mal auf die Abstimmung zu sprechen, ihn nicht als Bundesvorsitzenden haben will. Ne? Und das Team Stürzenberger, ja, also hinter meinem Namen verbergen sich alle in der BPE, die den Geist haben, hier, ich deute mal so gern drauf, hier, ja, hier die BPE, ja, die also seit über 15 Jahren, ja, diesen Geist der Aufklärung über die gefährliche Ideologie politischer Islam, ja, dass wir es rausbringen, dass wir den Menschen Bescheid sagen, ja, dass wir entgegen der Blockade des Mainstreams diese Informationen unter das Volk bringen und dass wir bei den Kundgebungen diskutieren, uns austauschen, diese wichtige Arbeit machen. Ne? So, und dann hat mir in diesem Video, ja, also das, wenn ihr euch anschauen wollt, auf seinem Kanal, da nennt er sich ja BPE-Vorsitzender Günter Goitling ist, das tut er ja immer gerne betonen, dass er der Vorsitzende ist, aber er ist abgewählt. Ne? Und die Abstimmung hat auch ergeben, 98,3% wollen ihn nicht als Bundesvorsitzenden. Ja? In dem Video, das haben also bisher 1400 Leute gesehen, da sagt, unterstellt er mir also, ich hätte das also vorgeschoben, simuliert mit dieser Augengeschichte da, um also die Mahnwache in Köln absagen zu können und die darauffolgende Kundgebung in München am Marienplatz, die also jetzt gestern am Freitag von 13 bis 19 Uhr gegangen wäre, ja, wo mir das Herz geblutet hat, das absagen zu müssen. Bei schönem Wetter, Marienplatz, ja, hatte ich Ende April schon angemeldet. Kian wäre aus London gekommen, ganz viele andere wären auch gekommen. Ja. Und die hätte ich jetzt also vorgetäuscht, diese Augenoperation, weil ich Angst gehabt hätte, dass er die Polizei einschreiten lässt und uns das BPE-Mobil wegnehmen könnte. Ja? Also da hätte ich Angst davor gehabt und deswegen habe ich das erfunden, simuliert. Ne? Also Freunde, das ist schon echt ein Hammer. Also ich habe manchmal das Gefühl, er überträgt seine eigene schlechte Fantasie, vielleicht auch sein eigenes schlechtes Verhalten, weil er ist ja derjenige, der ganz oft Sachen vortäuscht, Halbwahrheiten, Falschbehauptungen, ja, über seinen Anwalt an Gerichte schicken lässt, um dort das zu erreichen, was er will, unsere Mitgliederversammlungen absagen zu können. Ja. Skrupellos. Es ist ihm völlig wurscht, dass da einfach falsche Sachen behauptet werden, hat er selber zugegeben. Ja, die anderen haben zwar Recht bekommen dann vom Amtsgericht, ja, hat er bei der Pressekonferenz in Warburg gesagt, aber egal, wir haben unser Ziel erreicht. Also, er setzt alles ein, auch Lügen, Tricksen, Täuschungen, Manipulationen, um sein Ziel zu erreichen. Ja. Das sind die Methoden des Günter Goiking. Und diese schlechten Methoden überträgt er auf mich und bezeichnet mich ständig als Lügner und Betrüger. Also das ist ein ganz, ganz hochinteressantes psychologisches Muster. Da kommen wir später nochmal drauf. Ne? Auch diese ganzen Christgeschichten immer, mit denen er sich immer gern schmückt. Ne? Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, Freunde. Ja? Heuchler, sage ich da bloß. Ne? Also gerade als Christ. Ja? Ne? Kommen wir aber gleich noch drauf. Ne? So, und
Dann sagt er, am nächsten Tag war die Kameralinse gar nicht mehr eingetrübt. Ups, ja, logisch, weil ich habe ja selber gesehen, dass das total schwammig war. Das wurde auch schon während des Livestreams wurde schon gesagt, aber da konnte ich nicht rumfummeln an dem, an der Kamera. Und am nächsten Tag war also die Augenklappe verschwunden, sowas. Das ist auch in einem Tag komplett erledigt. Ne? Also das war dann das Video einen Tag später, wo ich dann das Zwischenergebnis von der Mitgliederbefragung durchgegeben habe, ja, und das sieht man auch schon, also das ist das kranke Auge hier, ne? Also deutlich kleiner, man sieht auch, dass es noch ein bisschen rot ist, ne? Also Kian hat gemeint, du siehst erledigt aus, Stürzi, ja, gönn dir die Zeit der Entspannung und Erholung, ne? Aber er, Geuking, stellt es so dar, ja, dass da alles wieder toll war, komisch, ne? Einen Tag später, Augenklappe weg, alles wieder gut, ne? Da ist nämlich gar nichts gut, gell? Also ich muss hier, das muss man jetzt auch nochmal sagen, was das alles bedeutet nach so einer OP, ne? Also es kommen viermal am Tag kommen Kortisontropfen rein, viermal am Tag Antibiotikatropfen und am Abend dann noch Tropfen, damit die Netzhaut regeneriert. Und ich bin echt froh, dass meine Freundin mir das einträufelt, weil du hast einen Monoblick. Also du hast nur ein Auge, das scharf sieht und das andere ist total verschwommen. Und das hast du kein räumliches Sehen mehr. Und dann läufst du echt Gefahr, dass du dann mit dem Fläschchen dann ins Auge reinlangst. Also herzlichen Dank an der Stelle an meine Freundin, dass sie mich da so toll unterstützt. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich sage mal, beste Krankenschwester der Welt. Also im Krankenhaus haben sie es nicht besser gemacht. Aber Günther Geuking macht sich drüber lustig. Macht sich drüber lustig. Und ja, dann sagt er noch, also in einem total lächerlich machenden Ton. Also, so ist das mit dem Michael. Heute fröhlich, morgen krank. Übermorgen wieder froh, wie der Mops im Paletot. Oder um es mit Alfred Jodokus Quack zu sagen, ich bin ja heute so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ne? Also, das ist schon echt krass. Ne? Also, ich wünsche es wirklich keinem, so eine Augen-OP mitmachen zu müssen. Ne? Wie gesagt, eine Stunde Vollnarkose und danach, ich habe echt heftige Schmerzen gehabt, dann habe ich dann Schmerzmittel intravenös dann bekommen und ja, das ist wirklich nicht lustig. Ne? Und jetzt 6 bis 8 Wochen ja, mehr oder weniger außer Gefecht zu sein, ist auch nicht lustig. Ne? Ja, welche Augenerkrankung ist das? Das ist Netzhautablösung. Ja? Das ist, falls da, gehen wir ein bisschen auf die Fragen ein, die ich da sehe. Ja, und dann macht der sich drüber lustig. Ne? Also dieser Alfred Jodokus Quack, also das musste ich auch mal nachgoogeln, was das ist. Das ist übrigens eine Zeichentrickserie, die auf der gleichnamigen Musikfabel des niederländischen Komponisten Herman van Veen basiert. Also das muss man dann auch wissen, mit was für Sachen, mit was für Zitaten aus einer Zeichentrickserie macht er sich lustig über mich. So fröhlich. Also Geuking stellt mich eiskalt, skrupellos als Lügner, als Vortäuscher hin. Ja. Und da lässt er extra noch sowas malen. Ne? Hier vorgetäuschte Augenklappe. Ne? Ja, der alles erfindet, der lügt und betrügt. Gell? Und dann setzt er noch in die Welt, ja, dass ich also vorsätzlich hier irgendwelche falschen Abrechnungen mache und ja, versucht dann möglicher Betrug und Vereinsvermögen veruntreuen. Das ist ein Wahnsinn, Freunde. Also ich wünsche es niemandem, ja, diesen ganzen Unterstellungen und Verleumdungen eines Günther Geuking ausgesetzt zu sein. Ja, das geht mir jetzt seit einem halben Jahr so, ne? Seitdem wir uns ihm in den Weg gestellt haben, obwohl wir eigentlich ja gar nichts gegen ihn hatten. Wir waren ja froh, dass wir einen Bundesvorsitzenden hatten. Ne? Und wir haben ja gedacht, na gut, der ist eigentlich, was wir so gehört haben, ist ja so eingestellt wie wir. Super. Ja? Und wir haben auch lange auf ihn eingeredet. Günther, hör auf, andere mit deinem Anwalt zu beharken. Ja? Lass das. Ja? Mach eine diplomatische Arbeit, wie man es von einem Bundesvorsitzenden eigentlich erwartet, versucht den Laden zusammenzuhalten. Wenn es Kritik gibt, geh drauf ein oder widerleg sie oder ja, aber nicht hochgehen wie ein HB-Männchen und alles niederhauen, ja, wie die Axt im Wald alles umhauen. So hat sich Günther Geuking seit Mitte, Ende Dezember verhalten. Ja. So, ihr kennt alle die Geschichten. Ja. Und ja, jetzt geht es weiter bei der ganzen Sache.
Ja, er sagt dann noch, das Schlimme ist eigentlich nur, dass man diesem Mann nicht einmal mehr seine Krankheit glauben kann. Das ist wirklich schrecklich. Meine Mutter hat uns Kindern immer gesagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Ne? Also das ist irre. Das ist pathologisch bei dem. Ne? Also er glaubt, alles ist Lug und Trug und vorgetäuscht. Ja? Und ich habe vorhin schon mal gesagt, er überträgt sein Verhalten, sein eigenes Verhalten, mit dem er uns bekämpft. Wir, die Wahrhaftigen, die den Willen der Mitglieder umsetzen wollen, die den Willen von 4 Landesverbänden umsetzen wollen nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, ja, die das Schiff BPE wieder auf Kurs bringen wollen. Ja, natürlich alles transparent, natürlich die ganze Buchhaltung, Tiefenprüfung, alles wunderbar. Wir wollen doch auch, dass das alles dann konform ist, dass die Gemeinnützigkeit erhalten wird. Kann alles durchgesehen werden. Habe ich auch vor dem Landgericht München im Beisein der Richter, habe ich das dem Geuking und seiner Anwältin gesagt. Sofort, wir treffen uns sofort. Hier sieht meine ganzen Unterlagen. Ich hatte alle 6, 7 Ordner auf dem Tisch gehabt. Alles durchschauen, dann guck mal, was eventuell nachbesserungsbedürftig ist. Wobei ich sicher bin und auch René Stadkiewicz, unser Bundesvorsitzender, das ist alles korrekt. Ja, er erfindet es. Er erfindet das, diese ganzen Geschichten, um uns bekämpfen zu können. Ne? Ja, und jetzt geht's weiter. Und jetzt wird es auch ganz spannend. Ne? Weil das ganze Video, das hat er ja unter den pfingstlichen Gedanken gestellt. Ne? Und wir wissen ja, der Günter Geuking, der ist ja immer gern so mit dem Kreuz um den Hals, ne, und dann mit dem Nazarenerzeichen an der Seite und dann hinten ist so eine Marienstatue mit dem Jesuskindchen hinten und mit christlichen Bildern an der Wand und Kerzen mit christlichen Symbolen. Ja, also da geht er regelrecht mit hausieren mit dieser ganzen christlichen Symbolik, um sich als guten Menschen darzustellen. Ja? Und das ist auch hochinteressant. Ne? Und da sagt er dann also salbungsvoll vorab ein Wort zu Pfingsten für mich als bekennender Christ. Natürlich eines der ganz großen, wichtigen Feste meines Glaubens. Es vervollständigt dieses Fest, die Dreifaltigkeit. Für mich was ganz Wunderbares an meinem Glauben. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Gott Vater über uns allen. Gott Sohn mit uns. Uns, unter uns und Gott Heiliger Geist in uns und auch in jedem Nächsten. Ja, also an der Stelle wäre der Günter Geuking fast davon geschwebt, ne? Also das von sich gegeben hat, ne? Diese christliche Symbolik, ne? Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Also das Ganze in einem Video, wo er einem anderen Menschen wirklich Lügen, Täuschen, Tricksen unterstellt bei einer schwerwiegenden Erkrankung. Ja, also das ist wirklich, wirklich echt. Also ich nenne das heuchlerisch. Ja. Das ist Vortäuschen des Christlichen, um sich selber so ein ehrliches, schönes Mäntelchen umhängen zu können, ja, und damit zu vertuschen, dass man eigentlich ganz viel üble Sachen macht. Ja. Ganz viel üble Sachen. Also ich habe mich auch mal gewundert, als mir im Dezember da im Vorstand waren, da hat er mal in unsere Telegram-Gruppe, hat er so ein Video aus seiner Kirche, hat er dann da reingepostet. Da habe ich mir gedacht, was soll denn das? Ja, also in unsere Telegram-Vorstandsgruppe, da haben wir wichtige Informationen uns. Dann hat er dann da drauf gesprungen, ja, das ist übrigens hier die Kirche, in der ich Ruhe und Halt finde und ja, zur Ruhe komme. Und das ist auch der Grund, warum ich mittwochs zu den Telefonkonferenzen erst um 19 Uhr kommen kann, weil um 18 Uhr da eben, was weiß ich, Rosenkranz beten oder was da immer, was da auch stattfindet. Ne? Also es ist schon wirklich krass. Ne? Und da muss ich jetzt mal wirklich eins sagen. Ja? Also anstatt sich mit den ganzen christlichen Symbolen zu schmücken, ne? Also hier das Nazarenerzeichen, ne? Dann da hinten Marienstatue mit dem Jesuskindchen, da den Kerzen mit den Symbolen, da hat er immer so ein Kreuz um den Hals, da hinten die kirchlichen, christlichen Bilder an den Wänden, ja, wer weiß, was da noch überall in der Wohnung rumsteht, ne? Wie wäre es, wenn man sich nicht mit den Symbolen schmücken, sondern sich vielleicht mal christlich verhalten würde, Herr Geuking, ne? Wie ist denn mit dem 8. Gebot, ne? Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, wider deinem Nächsten, ne? Und das machen Sie ständig, Herr Geuking. Ja? Hören Sie damit auf, ne? Weil sonst ist vielleicht beim Himmel dann die Tür verschlossen, ne? Wenn man das ständig macht, gegen Gebote verstoßen. Ne? Also ich bin ja selber christlich aufgewachsen, ich kenne das alles, ist mir sehr sympathisch, der christliche Glaube, das wisst ihr. Jesus ist eine wunderbare, ja, charismatische Persönlichkeit, die man wirklich in vielen Dingen wirklich hochhalten kann. Ja? Ich bin jetzt mittlerweile Agnostiker, weil ich mir zu jeder Religion meine kritischen Gedanken mache, aber das steht hier nicht zur Debatte. Ja, aber man sollte sich
christlich-nächstenliebend verhalten. Ja? Und man sollte fair auch kämpfen, wenn man in einem Wettstreit ist. Und wir sind jetzt hier bei der Bürgerbewegung Pax Europa in einer Auseinandersetzung. Und das ist wichtig, Freunde. Und wenn ihr auch meint, man sollte jetzt dem Herrn Goiking nicht so viel Aufmerksamkeit widmen, aber er ist die zentrale Person. Ja? Ohne Günter Goiking hätten wir schon unlängst geeinigt. Ja? Also mit all den anderen habe ich ja jahrelang gut zusammengearbeitet. Mit allen hätte ich auch wieder eine Basis. Ich würde auch, man würde auch dann wirklich sagen, hey, komm, vergessen wir jetzt alles, was von beiden Seiten falsch gelaufen ist. Es gab da harte Worte, es gab auch Beleidigungen. Ich würde auch einem Jörg Michael Klein, den krankhaften Narzissten, den er mir unterstellt hat, und ja, kriminelle Subjekte, was er dann alles so von sich gegeben hat. Mein Gott, ich kenne ihn. Er schießt dann übers Ziel hinaus. Und aber er ist auf der anderen Seite, ist er auch einer von uns, ist Kritikern des politischen Islams. Ich sage immer, es gibt da nicht viele davon, die sich dafür einsetzen, ja, die dafür auf die Straße gehen, die dafür auch ihren Namen, ihr Gesicht hinhalten. Da müssten eigentlich alle zusammenhalten, ja, alle. Und die persönlichen Animositäten, die Feindseligkeiten, auch manchmal ist Hass auch mit dabei. Ja, das muss irgendwann zurückstehen. Es muss das wichtigste Ziel sein, dass alle, ja, die den Mut haben, sich dafür einzusetzen. Und das sind nicht viele. Das sind vielleicht 50 in Deutschland, ja, würde ich mal sagen. Ja. Und dieser eiserne Kern, der müsste zusammenhalten und müsste über den Tellerrand rüberschauen können, wenn es persönliche Animositäten gibt. Ich weiß, es gibt ein paar Persönlichkeiten, die passen nicht zusammen, wie Feuer und Wasser. Ja. Da kracht es häufig. Ja. Aber auch da muss es möglich sein. Es gibt ein riesengroßes Ziel, und das haben viele noch nicht vollumfänglich erfasst, ja, einer totalitären, gemeingefährlichen Ideologie, die uns die Existenz rauben wird, der die Stirn zu bieten. Ja, und da müssen alle zusammenhalten. Ja. So, also mit allen, die in dem anderen Lager sind, ja, könnte ich alle aufzählen. Marco würde ich am wenigsten Probleme sehen, ja, weil er sich sowieso rausgehalten hat die ganze Zeit. Du hast nichts von ihm gehört. Ja. Er steht halt dahinter, weil er den Günter Goiking uns vorgeschlagen hat und weil er auch die Transparenz will. Genauso Hans-Michael Höhne-Partberg will auch die Transparenz und die Aufklärung. Ja, bitteschön, mach mal, Freunde. Morgen würde ich mit meinen Ordnern zu Fuß hochlaufen. Also jetzt momentan vielleicht nicht mit der Geschichte, da muss ich mich schonen. Aber wenn ich dann wieder fit bin, ja, würde ich hochlaufen. Auch mit Claudia Ludwig. Um Gottes Willen, wir sind ja seit weit über 10 Jahren sind wir ja in der Sache eng zusammen. Ja, und wir tauschen uns ja aus und wir sind uns da absolut in der Sache einig. Ja, und wo wir irgendwo kleine Differenzen haben in der Beurteilung von anderen Personen, da muss man sich austauschen, muss immer wieder Brücken bauen. Brücken bauen. Ja, nicht Brücken abreißen, sondern Brücken bauen. Aber bei Günter Goiking, ganz ehrlich, Freunde, nach all dem, was da jetzt abgelaufen ist im letzten halben Jahr, ich weiß nicht, wie man diesem Mann vertrauen kann, der solche Sachen über mich und andere losgelassen hat, der uns sozusagen am liebsten der Staatsanwaltschaft zum Fraß vorwerfen will, der schon was erzählt hat, da klicken die Handschellen. Also lauter so ein Müll. Ja? Unfassbar. Wir setzen uns ein, wir haben uns den Arsch aufgerissen im letzten Jahr. Ja? Und das wissen alle, die da hautnah mit dabei waren. Ja? Es war ein Marathon, eine Marathonarbeit, und zwar am Fließband, und zwar harte Arbeit. Wenn man fast jede Woche von Donnerstag bis Sonntag unterwegs ist, ja, Freitag Kundgebung, Samstag Kundgebung, ja, vorher Anreise und dann diese ganzen Aufbau- und Abbausachen dazwischen, 5-6 Stunden Kundgebung, du bist erledigt dann. Sonntag die Heimfahrt, ich war dann oft dann Sonntagnacht erst zu Hause, weil ich Chris und Moni noch nach Hause gefahren habe mit ihrem vielen Gepäck, ja, und dann bist du platt. Montag, Dienstag kommt dann die bürokratische Arbeit, die ganzen Belege, alles schön sortieren, einscannen, alles schön in Ordner ablegen, ja, Erstattungsbelege dazu, eine Heidenarbeit, und dann kommt dann der her, ja, und sagt so, fehlerhafte Abrechnungen, alles Geld zurück, 78.000 Euro. Ein Wahnsinn, Leute, das ist ein Albtraum, den ich jetzt hier seit einem halben Jahr und viele meiner Freunde in der BPE auch ausgesetzt sind. Ein Albtraum. Ja. Aber ich muss ein bisschen ruhig bleiben, weil man soll sich nicht aufregen, wenn man dies hier im Auge hat. Weil es hat auch mit Augendruck zu tun, da muss man eigentlich möglichst gelassen bleiben. Ne? Ist besser für die Regeneration. Ne? Also, und dann kommt der Günter Goiking in diesem Video hier, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er
Und wenn er auch die Wahrheit spricht, kommt er dann auf die Mitgliederbefragung zu sprechen. Das ist dann auch spannend. Ja? Das ist ganz spannend. Da sagt er wörtlich, ja, dazu passt dann auch die Mitgliederbefragung. Da sollen seine Fans sich untereinander aufgefordert haben, mehrere E-Mail-Konten einzurichten. Da soll der Link an seine Fangemeinde verschickt worden sein, ob BPE-Mitglied oder nicht. Das sagt uns dann das Licht. Ja, ob BPE-Mitglied oder nicht, das sagt uns dann das Licht. Da ist er auch noch dann unter die Dichter gegangen in seinem Spott. Ne? Also zu den Fakten. Es haben also 740 Personen haben mit abgestimmt und da waren also auch Nichtmitglieder dabei und es waren auch Mitglieder dabei, die mehrfach abgestimmt haben. Ja, das konnte man also machen, wenn man sich also im Browser nochmal neu angemeldet hat, dann konnte man tatsächlich diesen Link dann nochmal verwenden. Aber bereinigt, jedes Mitglied wurde gecheckt nach seiner Mitgliederadresse und wer zweimal abgestimmt hätte, wurde nur einmal gezählt. So, da haben wir 578 Teilnehmer. Ja, ich habe es gestern in dem Video schon gezeigt. 568 für das Team Stürzi, der rote Kreis, und 10 für das Team Geuking, ne? Und es sind also die Ex-Funktionäre des alten Bundesvorstandes plus ein paar Unterstützer. Ja? Ulrike Braukmann ist auch dabei, die hat jetzt auch schon Briefe verschickt als neue Bundesgeschäftsführerin. Ne? Ulrike Braukmann, also auch Ulrike. Ja? Also du hast natürlich auch eine Menge üble Sachen über uns jetzt dann auch schon geschrieben und uns auch irgendwie als halbe Betrügerbande bezeichnet. Ulrike, selbst bei dir, ja, erinnere ich mich an gute Zeiten. Ja. Du bist damals nach Neufahrn gekommen, am Tag vor unserer Kundgebung dort, war wichtig gegen die Ahmadiyya Neufahrn da Flyer verteilt. Du hast dich echt oft eingesetzt. Du hast viel organisiert, du weißt viel, du schreibst auch ganz gute Artikel. Ja. Alles gut, ja. Aber seitdem der Streit losging, wo du dich an EWO festgebissen hast und wo du es nicht akzeptieren konntest, dass die Claudia unseren Pavillon organisiert und das eine Routine ist und die in ganz Deutschland überall, wo wir hinkommen, in jedem Bundesland, ja, läuft es so ab. Claudia macht es super. Ja. Und als wir dann in NRW waren, bist du dann aufgetreten, jetzt sind wir in NRW und hier bestimmen wir, wie es abläuft. Das geht so nicht. Ja. Und dann seid ihr aneinander gerumpelt und dann gab es ganz viele Unterstellungen. Ja. Stimmten alle nicht. Ja. Und bis heute, irgendwann hat der Geugling mal erzählt in einem Video, der Stürzenberger, der kassiert womöglich Geld für die Rechte von EWO. Ja? Humbug, Blödsinn, Mumpins, gar nichts. Ja? Gar nichts. Ja? Rechteinhaber für die Videos bei den Kundgebungen ist EWO als das Journalistenteam. Ja? Und uns wurden die Nutzungsrechte übertragen, damit wir die Videos dann auf unseren Kanälen, bei der BPE, auf der Homepage und so weiter reinstellen können. Freundlicherweise, da dankt man EWO. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Ja, EWO leistet eine super Arbeit und ich hoffe für EWO, dass das irgendwann mal dann soweit ist, dass also diese Videos von den Kundgebungen auch von anderen angefordert werden, möglicherweise von anderen Sendern und dass es dann auch dann rechte Honorar dann gibt. Ne? Wünsche ich mir, weil die Arbeit, ja, die der Matthias und das Team von EWO da leisten seit ja, 5 Jahren ist es jetzt mittlerweile schon, ja, für Pegida Nürnberg war es schon länger davor auch, ist fantastisch. Ne? Aber Ulrike Braukmann hat sich festgebissen an EWO und hat auch irgendwann mal geschrieben, EWO ist dann Geschichte. Also wenn der andere Vorstand Geuking, dann hier dann am Arbeiten ist, dann ist EWO Geschichte. Also sie hat ihre persönliche Feindschaft gegenüber der Claudia, die ja da am Pavillon gearbeitet hat und das wollte sie nicht akzeptieren, dass sie da das Sagen hat. Ne? Und das ist überall, wo man hinkommt, läuft es fantastisch. Kein Problem. Ja? Überall sagen die Leute, hey, wie können wir helfen? Ja, und dann läuft die Maschinerie. Das ist, unsere Kundgebungen laufen wirklich wie ein Uhrwerk. Ja, und die Leute, die da ständig mit dabei sind, ich würde mal sagen, das sind so in ganz Deutschland, würde man so guten Dutzend, die also da extra auch von weit her kommen. Ja, das ist also Konrad aus Unterfranken, Rainer aus Unterfranken, ja, dann der Tausender Konrad aus Baden-Württemberg, ja, Thomas aus Nordrhein-Westfalen, Violetta kam auch ganz oft aus Nordrhein-Westfalen und unser Lee aus Rheinland-Pfalz. Und ja, hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen. Es gab auch noch andere, die dann immer wieder kamen, aber das sind so die also ständig, also wirklich lange Anfahrten auch auf sich genommen haben. Ja, und ja, und die haben alle mitgeholfen und das Uhrwerk lief. Und wer dann in den Städten, wo wir waren, dazu kam oder auch die
BPE-Landesvorsitzenden dort in den jeweiligen Bundesländern haben immer gefragt, hey, schön, dass ihr da seid, wie können wir helfen, ja, wie läuft es ab, wo können wir mit anpacken, ja, so ist es, normal, ja, so, und Ulrike hat da sich gerieben an der ganzen Sache und dann hat sie EWO irgendwelche Sachen unterstellt und dann auch noch behauptet, EWO würde BPE unter Druck setzen oder auch noch erpressen, also hanebüchene Geschichten. Und das passt genauso zu diesen irren Unterstellungen, die auch der Günter Geuking gegenüber uns loslässt. Ja? Diesem wunderbaren Team, ja, BPE plus EWO plus all die Helfer, Unterstützer, die vielen, vielen BPE-Mitglieder, ja, ein Traumteam. Ja? Und ich hoffe, dass es bald wieder dann losgeht. Das habe ich gerade gelesen. Violetta nervt mit ihrem Religionssachen und wer fanatisch. Also Leute, ich bin immer der festen Meinung, dass wir mit jedem darüber auch reden können. Und ich habe auch mit Violetta darüber geredet. Violetta, nicht missionieren. Ja, unsere Kundgebungen sind sowohl überparteilich als auch überkonfessionell. Ja, jeder kann sagen, dass er Christ ist. Jeder kann auch vergleichen, christlicher Glaube, islamischer Glaube, Vergleich Jesus, Mohammed, mache ich ja selber ganz oft, weil es ja wirklich Pole sind, gegensätzliche Pole. Aber nicht missionieren, nicht irgendwie jetzt dann anfangen, die Leute zum christlichen Glauben bringen zu wollen, das machen wir nicht bei den Kundgebungen. Ne? Und das hat sie akzeptiert, wunderbar, passt. Ja? Und so redet man mit jedem, wo wir das Gefühl haben, dass wir das so ein bisschen einebnen auf unseren gemeinsamen Nenner. Und es geht mit allen. Und bitte nicht nach der Methode, der passt mir nicht, die passt mir nicht, so möglichst jetzt dann wegboxen. Das ist nicht Sinn der Sache. Alle zusammenhalten, alle zusammen, die guten Willen sind, die die Überzeugung mit uns teilen, die sich einsetzen. Ja. Ecken und Kanten hat jeder, schwierige Persönlichkeit gibt es auch immer wieder. Ja. Aber man kann Menschen zusammenhalten. Man kann sie zusammenhalten, indem man höflich, respektvoll mit ihnen umgeht, ja, mit allen spricht, Missverständnisse ausräumt, weil bei ganz vielen Konflikten sind auch Missverständnisse. Ne? So, und das ist wichtig. Und da bin ich echt der festen Überzeugung, dass wir das hinkriegen. Ne? Jetzt war gerade eben, habe ich gesehen, hier Geuking vom Verfassungsschutz. Nee, das glaube ich nicht. Ne? Also er hat seine eigene Agenda. Er möchte Bundesvorsitzender sein. Er möchte den Status haben. Er möchte, so wie sein Bruder Helmut, der im Europaparlament ist, der auch seinen Pflegedienst damals gegründet hat, der ist anscheinend für ihn so auch jemand, dem er nacheifern möchte. Er möchte jetzt der große Bundesvorsitzende der größten islamkritischen Organisation in Europa sein. Das ist sein Antrieb. So, und wir haben festgestellt, ab Mitte Dezember, ihm fehlt die soziale Kompetenz für diese Führungsposition. Genauso wie es auch der Bezirksleiter von der ÖTV in Frankfurt-Oder gesagt hat, nachdem dort der Günter Geuging Geschäftsführer war und in 2 Jahren es 28 Beschwerden gab wegen ihm und er dann aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hat. Anschließend war er dann 1 Jahr in psychotherapeutischer Behandlung. Das kennen wir alle, diese Geschichte von damals. Die habe ich auch nur deswegen erwähnt, nicht um ihn schlecht zu machen. Also jeder kann mal Fehler machen. Jeder kann auch mal in psychotherapeutische Behandlung gehen. Aber das Muster von damals, was damals bei der ÖTV offensichtlich er als Geschäftsführer hatte, das Muster hat sich jetzt als Bundesvorsitzender bei der BPE gezeigt. Ja, er hat wie die Axt im Walde um sich geschlagen, wenn jemand ihn kritisiert hat und selbst wenn er zu Recht kritisiert hat. Ja, und dann haben sich die Sachen hochgeschaukelt zwischen Günter Geuking und Dirk Wassmann und dann kam es zur Explosion. Das war dann der Auslöser. Aber ich bin mir ganz sicher, ja, danach hätte es zig andere Fälle gegeben, hat es ja auch gegeben. Ja. Er hat ja schon bei der bloßen bloßen Stellung einer Frage, Herr Geuking, haben Sie ein privates Konto eröffnet, ohne dass Sie den Zugriff der Schatzmeisterin gewährt haben? Ja, hat er schon seinen Anwalt gedroht, ja, nur auf die bloße Frage. Also das ist alles nicht normal, Freunde. Und deswegen, ich appelliere an alle, an Marco, an Pia, an Hans-Michael, ja, an Claudia, auch an Ulrike. Ja. Leute, wir wollen alle das Beste für die BPE. Aber unseren tollen Verein, der so eine jetzt mittlerweile 22-jährige Geschichte hat, wenn man das von Willy Schwendt, die Anfangszeit ab 2000 mit dazu rechnet, so eine wichtige Organisation kann nicht in den Händen von jemandem liegen, der sich so verhält. Das geht nicht. Ja? Und auch wenn ihr ihm jetzt momentan die Stange haltet, weil das ja jetzt alles irgendwie so zusammen, man muss praktisch zusammenhalten, wenn man die Nummer durchziehen will, sozusagen. Ja? Aber ich
sende jetzt nochmal die Botschaft. Und das ist meine feste Überzeugung. Das ist jetzt meine persönliche Überzeugung. Ja, das teilen nicht alle, ja, aber es ist meine feste Überzeugung. Ja, wir müssen diese große BPE-Familie, ja, im Sinne der Sache, ja, im Sinne der Sache zusammenhalten und uns überlegen, was ist der beste Weg. Ja, das ist ganz wichtig. So, also, jetzt hat er also dann hier behauptet, dass das also alles manipuliert gewesen sei. Ne? Also das haben wir jetzt schon festgestellt. Also das war alles gecheckt, alles nachweislich Mitglieder, also 578 Mitglieder haben da abgestimmt. Ne? So, und dann hat er dann wieder in seinem Video, der Günther Geuking, ne, in seinem Video hier, wo er also unterstellt, alles gelogen, was der Stürzi macht, ne, und auch die Augen-OP gelogen. Und dann war er wieder ganz fröhlich, der Michael. Als er dann verkünden konnte, mit all diesem Aufwand haben sie dann angeblich über 700 Menschen gefunden und davon sollen sogar einige BPE-Mitglied gewesen sein, die ihm zustimmen. Ja, also einige BPE-Mitglied. Ne? Also ne, für alle und auch für Herrn Geuking 568 BPE-Mitglieder nachweislich hier für das Team Stürzenberger und 10 für das Team Geuking. Ne? Und übrigens, es hätten noch viel mehr sein können. Es haben Ehepaare haben geschrieben, dass sie nur mit einer E-Mail-Adresse registriert sind und deswegen konnten sie auch nur einmal abstimmen. Ne? Sonst wäre das da schon mal mehr gewesen. Ja? Manche haben mir mitgeteilt, dass sie die BPE-E-Mails gar nicht mehr lesen, weil da eben ganz viel auch von der Geuking-Truppe kommt und das wollen sie nicht mehr lesen. Ja, das klinken sie aus. Ja, da haben sie dann diese E-Mail, manche haben sie übersehen, die E-Mail, manche waren im Pfingsturlaub. Also ich glaube, wenn man das jetzt nochmal rumschicken würde, das Ding, und sagen und im Betreff schreiben würde, wichtige Abstimmung über die Zukunft der BPE, fett gedruckt. Ja, also ich glaube, dann hätten wir 1000, die da mitmachen. Ja, und das prozentuale Verhältnis, ja, 98,3% für uns und 1,7% für die andere Seite, würde dann wahrscheinlich ähnlich dann aussehen. Ne? Und ja, das ist die Situation in der BPE momentan. Also wir sind, das ganze neue Vorstandsteam arbeitet also jeden Tag wirklich äußerst intensiv dran, dass wir das Schiff wieder zum Laufen bekommen. Aber es ist halt mit diesem Menschen, der also wirklich hier alles unternimmt, um uns da juristisch Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen. Und er findet halt leider Gottes immer wieder Amtsgerichte oder Rechtspfleger oder sonst was, die ihm da auf den Leim gehen mit seinen Anwaltsschreiben, wo wirklich also das Blaue vom Himmel runtergefaselt wird und uns und wir in ein ganz schlechtes Licht gerückt werden. Also wie gesagt, Falschbehauptungen, Halbwahrheiten und Falschdarstellungen. Und ja, und mit so einem Gegner hast du es nicht leicht. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass die BPE mit ihren 1500 Mitgliedern und die 100, die ausgetreten sind, wegen dem Streit, weil ganz viele haben geschrieben, sie können das nicht mehr mitverantworten, wie über mich hier übelst hier verleumdet wird. Ja? Und die würden alle wieder zurückkommen. Ja? Und sobald die Kundgebungen laufen, würden wir auch sofort wieder neue Mitglieder generieren. Ja? Und 2000 am Ende des Jahres wäre kein Problem. Ja? Und das mit der Buchhaltung, mit der Kassenprüfung, kein Problem. Ja, kriegen wir doch alle hin. Ja? Aber da braucht man niemanden dazu, der uns Staatsanwaltschaften und Finanzämter da anschwärzt und mit Polizei daherkommt und was weiß ich hier sonst noch ankündigt, dass die Handschellen klingen. Also Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn, es ist echt ein Albtraum. Ja, Freunde, wir sind jetzt unter 45 Minuten. Das ist gut. Ich wollte eigentlich unter einer halben Stunde bleiben, aber jetzt ist ganz viel da noch mit dazugekommen. Und ja, immer noch Mitglied, aber nur ohne Geulinger. Ja, also wir müssen da wirklich eisern zusammenhalten. Und ich hoffe, Freunde, ja, dass ihr da nicht ungeduldig werdet. Ich weiß, die allermeisten wollen Kundgebung wieder haben. Ja, und mag wollen keine internen Auseinandersetzungen. Aber um wieder Kundgebungen machen zu können, müssen wir jetzt mit diesem internen Problem abschließen. Ja, es muss
es muss dann gerichtsfest sein, es muss dann grünes Licht sein und dann müssen wir alle anderen Dinge auf die Reihe bekommen. Ja, es ist auch nicht so einfach für eine Organisation, die größte Organisation Europas, was Kritik am politischen Islam anbelangt, eine Bank zu finden. Ja, das ist auch ein unglaublicher Skandal in Deutschland im Jahr 2023, dass also diese Political Correctness, dieser Mainstream-Zwang, dieses, meine Herren Gesangverein, es ist nicht einfach. Ne? Aber auch das wird sich lösen und wir werden das Segel wieder setzen und dann geht es dann wieder auf den richtigen Kurs. Ne? Ja, nimm PayPal als Bank. Also das ist ein Thema für sich. Wir hatten ein PayPal-Konto, aber von PayPal kannst du natürlich nicht an Rechnungsempfänger überweisen, die kein PayPal haben. Ja? Und du kannst auch über PayPal keine Mitgliedsbeiträge einziehen, keine Lastschriften und sowas. Also das ist alles schwierig. Und PayPal, muss man auch jetzt nochmal dazu sagen, hat uns der Herr Geuking weggenommen, ja? Weil er noch im Vereinsregister drin steht. Und da wurden dann auch wieder diese Sachen an PayPal dann wahrscheinlich diese Falscherstellung geschickt. Und jetzt hat er momentan PayPal. Also wer auf PayPal überweist momentan, der überweist ans Team Goiking. Ne? Okay, gut, Freunde, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. An alle Fußballfans ein spannendes Pokalfinale, ne? Frankfurt-Leipzig. Und dann noch einen schönen Sonntag, überall, wo schönes Wetter ist. Ich kann es leider Gottes nicht genießen. Ich muss zu Hause bleiben und möglichst Kopf nach unten halten. Aber es kommen wieder andere Zeiten. Ne? Also, Freunde, schönen Abend. Servus.